35 Jahre Markt St. Michael. Mit einem Festzug zum Volkshaus nach der Heiligen Messe wurde die offizielle Feier zum 35-jährigen Bestehen der Marktgemeinde St. Michael eingeleitet. Wir feiern 35 Jahre Marktgemeinde St. Michael und dazu heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Bürgermeister Karl Fadinger eröffnete den Festakt. Nach weiteren Festrednern wie Nationalratsabgeordnete Birgit Sandler machte Karl Fadinger einen Rückblick auf die vergangenen 35 Jahre Marktgeschichte in St. Michael. Durch das Programm führte Moderator Kasimir von Radio Grün-Weiß im Rahmen eines Frühschoppens. Zahlreiche Ehrungen durften bei diesem Festakt natürlich auch nicht fehlen. So gab es viele silberne und goldene Ehrungen. Mit dem Ehrenteller der Marktgemeinde wurde unter anderem auch die Fußballmannschaft für den Aufstieg in die Landesliga geehrt. Der Festsaal ist bis zum letzten Platz besetzt. Bestätigt das die Wertigkeit des Festes? Ja, dazu fällt mir noch eins ein. Der Bürgermeister ist der erste Diener der Bevölkerung in einer Gemeinde. Aber man hat natürlich eine große Freude, wenn die Bevölkerung teilnimmt, wenn man was mitteilen kann und wenn man das Gefühl hat, alle Vereine und auch die, sage ich mal, private Bevölkerung ist dabei und feiert mit. Ja, das hebt schon die Stimmung, muss ich gestehen. Blicken wir in die Zukunft. Ein weiterer Höhepunkt ist der Ausbau des ESV-Platzes. Ja, es ist ein besonderer Moment. 2016 haben wir das Grundstück erst angekauft und dann erfolgten mehrere Planungen und jetzt ist eigentlich die Planung mit der ganzen Finanzierung ist als Gemeinderatbeschluss abgeschlossen. Jetzt geht es noch daran, einige behördliche Dinge zu überwinden und dann wird gebaut. Der Spatenstich, den machen wir auf alle Fälle, der wird so im Herbstbeginn sein, zu Herbstbeginn sein. Die Marktmusikkapelle untermalte mit ihrer Musik diesen Vormittag und hob damit die Wertigkeit des Festaktes. Auch das Land ist bei dieser Feier vertreten. Wie wichtig sind solche Feiern? Ja, das ist ein besonderer Anlass natürlich heute, dass ich hier sein darf bei 35 Jahre Marktgemeinde St. Michael. Das ist ein besonderer Anlass auch für das Land Steiermark, denn es ist wichtig, wie gesagt, dass es so wie hier, so traditionell, aber auch mit den vielen Mitakteuren hier feiern zu können und darf recht herzlich gratulieren dazu. Eine Aufführung der Kindertheatergruppe sowie des Kinderchors der Volksschule St. Michael waren Höhepunkte dieses Festaktes. Es wird klar, es gibt ein Gott in Michael, das ist in Zwerge. Mein Gott, mein Gott, warum haben wir denn eine unqualifizierte Bemerkung schon her? Unqualifiziert, aha. Und wo sind denn deine 7 Zwerge in der Ox, der 20 Zimmerwohnung? Ja, wohnen, was ist sonst? Yeah.
Auch die Volkstanzgruppe trug zum Gelingen des Festes bei. Birgit Sandler, was haben Sie für einen Eindruck von diesem Fest? Also es war ein sehr abwechslungsreiches und ein sehr festliches Programm und ich habe das als tollen Rahmen empfunden, dass man da verdiente Bürger und Bürgerinnen von St. Michael ehrt. Das hat mir extrem gut gefallen, es war sehr abwechslungsreich und ich glaube 35 Jahre Marktgemeinde Kehrt richtig gescheit gefeiert. Zur Einstimmung des Festes gaben sich schon am Vorabend die Kabarettisten Glocki und Schicho die Ehre, das Publikum im Volkshaus zu unterhalten. Singst du da bitte Futures, heißt das? Hab ich gesungen? Bitte! Was du gesungen hast, hab ich längst gehört. Von wem hast du Englisch gehört, du? Gar nicht gehabt. Gar nicht gehabt, das merke ich. Ja, das hat mich jetzt vielleicht nicht ganz sauber ausgesprochen, aber ich habe ja Ochsen-Englisch schon mal studiert. Also, Oxford-Englisch? Ja, ja, das ist auch, du Ochsen-Englisch hast du studiert, ja, weißt du, was du studiert hast. Ja, das ist Ochsen. Also, na, das wird sicher kein Hit. Ja, gut, als zweites probieren wir dann aus, was sicher funktioniert, das weiß ich als Permakulturler, der Text eines echten Volksliedes, ein wirklich schönes, echtes Volkslied ist. Dann nehmen wir dann zum Beispiel dieses, das, was mir gerade einfällt, das Kufsteinlied, das ist der Gerarasch, kennen Sie das Kufsteinlied? Die Perle, die Rotschnaus, da steht ihr Kitzbühel, das heißt wo. Kufstein heißt das. Wie kommst du auf Kitzbühel? Habe ich Kitzbühel gesungen? Ja, wie kommst du auf das? Ja, das ist eh keine Ehe, das ist 30 Kilometer entfernt von Kufstein. Das kannst du nicht machen, Kufstein liegen, was man die bringen, die Oma von Kufstein kommt. Das ist lächerlich, mit den paar Kilometer da, das am Leben machen. Das, man mache ich einmal ein voller Rex so auf. Das ist jetzt kannst du das, das ist ein Sakrileg. Ja, mit Kufstein. Ja, Glocki, Schicho und Bürgermeister Karl Fadinger bei uns in St. Michael. Wer war jetzt eigentlich der Kabarettist? Also ich am wenigsten, fragt ihr zwar. Ja, der Fadinger am Anfang und zum Schluss war ich dann der Kabarettist. Ich hab noch mitgekriegt, die haben einen Durst gehabt und nichts gekriegt. Ja. Ja, ich habe gehört, das ist ein Jubiläum. Jetzt habe ich zufällig 35 Euro eingesteckt. Vielleicht kannst du uns dann ein Bier bringen oder ja, was. Und die Gemeinde kann sich das wahrscheinlich nicht mehr leisten. Jetzt habe ich ein bisschen Geld mitgebracht. Naja, wir waren nicht aufgeklärt. Ich habe immer geglaubt, während der Vorstellung gibt es nichts, aber die 35, die kann er wirklich für sich aufbehalten, die gebe ich aus, okay? Das ist lieb, ja, das ist ganz nett, ja. Da sieht man wieder die Volksnähe des Bürgermeisters. Danke vielmals, Herr Bürgermeister. Ja, danke.